Ja, Luzern und Basel, die haben das Gefühl der Niederlage noch nicht kennengelernt in dieser Saison. Fast logisch also, dass es sich heute Abend um ein Spitzenspiel in der vierten Runde handelt. Die Mannschaften sind bereits aufgelaufen. Sandro Scherrer ist der Schiedsrichter dieser Partie. Er wird assistiert von Denis Detamant, Edi Kaufmann an den Linien. Und wir kommen bereits zu den Aufstellungen, beginnen da beim FC Luzern. Und dieser FC Luzern setzt auf Kontinuität. Markus Babbel ändert nur eine Personalie im Vergleich zum letzten Meisterschaftsspiel. Die Nummer 32, Nicolas Haas, kommt zum Zug, weil Jakob Jantscher, der Österreicher, etwas angeschlagen ist und darum nur auf der Bank Platz nimmt. Pulic nach langer Verletzungspause auch auf der Bank. Bei ihm geht es also aufwärts. Und daneben das Team von Urs Fischer auf 6 Positionen verändert ein weiteres Mal, also viele Rotationen beim FC Basel, aber der ist sich das gewöhnt. Ein erster Einsatz von Beginn weg gibt es für Degen als rechter Verteidiger, dies weil Michael Lang heute pausiert, und damit gibt es nur noch 2 Spieler beim FCB, die immer in der Anfangsformation gestanden sind. Es sind das Torhüter Watzlik und Verteidiger Suchi. Der Zirkus Knie gastiert gleich hinter dem Stadion und dafür wird Werbung betrieben. Das Pony von Zirkus Knie und dann der symbolische Anstoß von Speedy, dem Clown von Zirkus Knie. Stimmung aber auch sonst vorzüglich. Die Erwartungshaltung für dieses Match hier in der Zentralschweiz schon beachtlich groß. Man traut dieser Luzerner Mannschaft etwas zu. Heute ist es ein Gradmesser natürlich gegen den Schweizer Meister, gegen eine bisher so abgeklärt aufgetretene Mannschaft vom Rheinknie. Breel Embolo spielt heute in der Spitze, auch er einer der Neuen. Der Österreicher Marc Janko also damit nur zweite Wahl heute, und der FC Basel in Weiß, er wird anstoßen und von rechts nach links spielen. Kuzmanovic. Und dann geht es über die Verteidiger mit Höh, mit Suchi, und vorne sollte Embolo lanciert werden. Er gilt als einer der talentiertesten jungen Stürmer Europas, Breel Embolo, wartet aber noch auf ein Tor in dieser jungen Meisterschaft. Freistoß gibt das für Daulan Chaka, er kehrt in die Mannschaft zurück, weil er in der Champions League noch eine Sperre abzusitzen hatte. Fehlpass Bjarnason dann, aber der Konter zu überhastet ausgelöst beim FC Luzern. Stravko Kuzmanovic, dann Philipp Degen, Daniel Höh. Isländer Birkir Bjarnason kann eine Attraktion werden in dieser Saison beim FC Basel aufgrund seines Äußeren, den langen Haaren, der Wikinger, der mit seinem unbändigen Kampfwillen auf dem rechten Flügel zu gefallen weiß. Erang Safari, Skelchen Gashi. Interessant zu beobachten natürlich heute auch bei diesen doch immer noch hochsommerlichen Temperaturen, welche Mannschaft mehr bereit ist, für die Offensive und für die Spielgestaltung zu investieren. Die Luzerner oder die Basler? Die ersten paar Minuten war es der FC Basel, der mehr im Ballbesitz war. Und jetzt Freistoß mit Kuzmanovic. Nicht wirklich zufriedenstellend geklärt beim FC Luzern durch Stürmer Marco Schneuni. Und für diesen Einwurf rückt Safari auf, der Außenverteidiger.
für den FC Luzern. Lescano, das ist ein schneller Mann. Versucht es alleine durch die Mitte und er trifft zum 1:0. Dritte Minute. Ein Solo von Dario Lescano. Und der Mann ist ja in Spitzenform. Schon das dritte Saisontor. Babbel ungerührt. Luzerns Trainer, aber das ist ein Start nach Maß für die Gastgeber. Erster Angriff, erstes Tor. Lescano ist der formstärkste Stürmer der Schweiz. Wenn wir die letzten jetzt 11 Spiele mitrechnen, kommt er auf 9 Tore. Keine Chance hier für Thomas Schwarzlik zum Abwehren. Der Ball geht via Pfosten ins Tor. Klasse Abschluss, trocken, flach abgezogen. Und ich wollte schon sagen, da traut er sich aber einiges zu, Dario Lescano, gegen drei Basler, die sich da vor ihm aufgebaut haben. Das zeugt vom Selbstvertrauen des Paraguayers, dass er da nicht noch einen Teamkollegen am Flügel angespielt hat, sondern den Abschluss selbst konsequent und erfolgreich angestrebt hat. Das ist wieder der FC Basel mit Philipp Degen. Daulan Chaka. Der FCB überhaupt zum allerersten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel jetzt in Rückstand geraten. Eine neue Situation. Urs Fischer ist unzufrieden. Das ist eine kalte Dusche, eine ungebetene kalte Dusche. Erfrischung und Abkühlung in der Swisspor Arena durchaus erwünscht, aber nicht auf diese Art natürlich. Sarr. Ball war gedacht für Schneuli, aber da ist der Marek Suchi, der heutige Basler Captain, dazwischen gegangen. Am FC Basel sitzt Matthias Delgado auf der Bank. Und darum der Tscheche Suchi, heute Mannschaftsführer. Von Luzern versucht sich weiter im schnellen Gegenstoß. Überlässt Basel die Spielkontrolle und schaltet dann aber zügig um. Das kann ein Spielkonzept sein, das gegen Basel aufgeht. Ein Spielkonzept, das die Luzerner letzte Saison schon einmal erfolgreich angewandt haben, beim letzten Aufeinandertreffen im April im St. Jakob Park. Da gewann der FC Luzern auch dank zwei eher frühen Toren am Schluss mit 2:1 gegen den FC Basel. Der Markus Babbel, der hat sich in die Trainerdiskussion eingeschaltet unter der Woche. Stand da seinen entlassenen Kollegen Meyer und Forte bei, empfand die frühen Trennungen beim FC Zürich und den Young Boys als nicht angebracht. Markus Babbel selbst, seit er die Nachfolge von Carlos Bernek angetreten hat, im Oktober vergangenen Jahres, sitzt der Deutsche ja sicher im Sattel, hat sich dann Zeit gelassen mit der Vertragsverlängerung und die Anfänge der neuen Meisterschaft sind gut geglückt. Einem Sieg und zwei Unentschieden. Einwurf für den FC Basel.
Embolo gegen Thiessen. Embolo hartnäckig, hofft da auf einen Eckball und den erreicht der Basler Stürmer eigentlich auch. Das zeigte nämlich der Assistent draußen an, aber Schiedsrichter Scherer überstimmte dann den Linienrichter und zeigte auf Abstoß. Sandro Scherer gilt ja als das größte Talent bei den Schiedsrichtern in der Schweiz. Pfeift heute ein zweites Mal in dieser Saison den FC Basel, beim ersten Mal in der Saisoneröffnung gegen den FC Vaduz. Da leistete sich Scherer aber einen Lapsus, indem er dem FC Basel einen Penalty zusprach, der keiner war. Zuffi hart angegangen, es läuft der Vorteil. Luzerner hier wirklich forsch im Dagegenhalten, stehen immer wieder auch hoch im Mittelfeld, um die Basler früh zu attackieren. Scheinen bereit für die Aufgabe zu sein, da ist kein übergroßer Respekt auszumachen. Sehr engmaschig, wie die Luzerner dann das Spiel machen, wenn der FC Basel angreifen möchte. Lustenberger in den Strafraum rein, Safari, Höh, Rundschlag, Suchi zur Seite, da steht Schneuli, Ball noch abgelenkt, Lescano. Unsicherheiten in der Defensive beim FC Basel ermöglichen diese Halbchance für Dario Lescano. Hier Schneulis, abgelenkter Schuss, dann Lescano und Torhüter Watzlik muss eingreifen. Das hat alles nicht sehr stilsicher ausgesehen. Möglichkeit jetzt für Embolo zum Ausgleich. Erste Großchance für den FC Basel nach 10,5 Minuten. Auch hier ging ein Abwehrfehler der Chance voraus. Das war nämlich zuerst Affolter, der den Ball genau in die Füße von Chaka hinspielte und der dann zu Embolo. Sarr kommt dann entsprechend einen Schritt zu spät, weil er nicht mit dem Fehler vorher des Teamkollegen gerechnet hat. Eckball mit Zuffi. Ein Raunen geht durchs Stadion. Daniel Höß Kopfball geht nicht weit am Tor vorbei. Dritter Einsatz für den Dänen, der sich hier durchgesetzt hat gegen Marco Schneu. Attraktiv die Startphase. Chancen auf beiden Seiten und einer frühen Luzerner Führung. Das Tempo ist hoch, der Einsatz groß. Darf gerne so weitergehen. Dann bleibt das hier ein richtiger Spitzenkampf. Missverständnis beim FC Luzern mit Freuler und mit Schneuli. Haas, der 19-Jährige. Thiessen, Haas. Gut gemacht, der Pass zu Schneuli. Aber das gibt keinen Freistoß für den Stürmer.
sondern Einwurf für den FC Basel. Bjarnason. Zentrum drin. Daka. Safari. Für Luca Zuffi. Degen. Guter Schuss aus der zweiten Reihe von Philipp Degen. Und ein guter David Siebung war da vonnöten, um den Ausgleich zu verhindern. Es wird Eckball geben, denn mit den Fingerspitzen war Siebung noch dran, lenkte den Ball via Pfosten im Behind. Guter Eckball von Zuffi und wieder kommt da, wie schon beim ersten Basler Eckball, ein Spieler des FCB zum Kopfball, diesmal mit Philipp Degen, aber kann das Spielgerät nicht mehr drücken. Philipp Degen spielt dieser Saison also zum ersten Mal jetzt von Anfang an, musste einen Umweg einlegen über Basels U21, um da zur Spielpraxis zu kommen. Und weil sich der 32-Jährige dafür nicht zu schade war, ist er jetzt eben wieder dran an der Mannschaft und bekommt eine Möglichkeit, sich zu präsentieren auf der rechten Seite. So, seine Mannschaft ist mehrheitlich tonangebend, macht auch Druck auf die Luzerner Abwehr. Aber das Tor will noch nicht fallen. Das ist ein Foul von Philipp Degen an Dario Lescano. Da rannte Degen seinen Gegenspieler über den Haufen. Ist sich zwar nicht gleicher Meinung, Lescano und Degen, aber der Entscheid steht natürlich und er ist richtig gefällt. Gemächlich aufbauen will, dann rückt der FCL prompt nach vorne. Lescano, Schneuli, Fandrich besetzen allesamt hohe Positionen. Es benötigt viel Laufarbeit, geht aber im Moment auf für den FC Luzern. Für Clemens Fandrich. Spielt heute hinter den Spitzen der Deutschen. Und die Abseits gegen Lescano. Daniel Höhn.
Kann Embolo was damit anfangen? Nein, aber der zweite Ball landet bei Bjarnason, der Abpraller. Xhaka hat sich da wehgetan, indem er da mit gestrecktem Fuß in den Zweikampf ging und dann selber liegen bleibt. Degen, sehr gut nach hinten gelaufen gegen Lescano. Darauf müssen die Basler aufpassen, auf die schnellen Gegenstöße der Luzerner. Kein klarer Kontakt vorhin da. Xhaka hat sich selbst verletzt. Mohamed Elneny wäre der Ersatz für Daoulan Xhaka. Ägypter läuft sich warm. Daoulan Xhaka humpelt. Aber natürlich wird es Urs Fischer nicht riskieren, früh zu wechseln, wenn eine Chance fürs Weiterspielen bei Xhaka besteht. Der andere Trainer, Markus Babbel, Ärmel hochgekrempelt. Und auch seine Mannschaft hat die Arme, die Ärmel hochgekrempelt, zeigt hier viel Einsatzbereitschaft. Daoulan Xhaka möchte weiterspielen, wartet noch aufs Okay vom Schiedsrichter und in dem Moment, Sie sehen es, ist Basel wieder komplett. Andrich läuft auf Suchi auf, das ist kein Foul. Stellte Marek Suchi nur seinen Körper hin. Clemens Fandrich fand keinen Raum mehr, um vorbeizuziehen. Normaler Zweikampf. Auch hier lässt Schiedsrichter Scherer weiterlaufen. Und das ist der nächste Eckball, den wir zu sehen bekommen. Der dritte nach 20 Minuten für Basel. Die ersten beiden Male war das nicht ungefährlich. Luca Zuffi brachte die Bälle mit viel Schnitt vors Tor von David Zibo. Auch jetzt wieder, Zibo geht raus, hat den Ball aber nicht. Daniel Höh köpft einen Meter übers Tor. Aber es fällt auf, dass der FC Basel gefährlich ist auf diese ruhenden hohen Bälle. Viel Lufthoheit beansprucht, auch vor dem gegnerischen Gehäuse. Degen holt sich den Ball gegen Lescano. Bjarnason. Lescano liegt noch am Boden, getroffen vom Prellschlag Degens. Dieser einzige Torschütze erzwingt einen kurzen Unterbruch. Kurzer Shake Hands zwischen Degen und Lescano. Die beiden liefern sich da jetzt schon einige kernige Duelle. Marek Suchi ist ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, deshalb Luzern im Ballbesitz, Krieschu, Lustenberger, Seitenwechsel, gut gesehen, da steht Schnäuli frei und dann aber das Missverständnis mit Diesson. Und jetzt ist Luzern
aufgerückt, hinten entblößt, Safari, Gashi, ungenau. Da hätte die Chance bestanden, von den FC Basel mit den Mitteln des FC Luzern anzugreifen. Schnell und direkt, aber der Fehlpass von Gashi hat dann das zunichte gemacht. In der Verteidigung, da wirkt mir Marek Suchy fahrig. Zwei, drei Patzer waren da drin, beim Gegentor auch mitverwickelt, indem das Suchy nicht rausgerückt ist konsequent auf den nachmaligen Torschützen Lescano. Jetzt aber eine gute Kombination. Bei Basel Bjarnason scheitert an Sibu. Ja, gemäß Chancen müsste es längst 1:1 stehen. Das ist die vierte gute Abschlussgelegenheit der Basler gewesen. Nochmal Bjarnason. Zu kurz. Sarr. Luzern weniger Chancen hat, weniger Ballbesitz auch aufweist, ist die Führung der Gastgeber nicht etwa gestohlen. Sie verfolgen ein klares Konzept, eine klare Idee und können sicher mit einer einwandfreien kämpferischen Leistung aufwerten. Auch so formulieren, die Luzerner schöpfen sicher ihr Potenzial nach 25 Minuten besser aus als die Basler. Salisar, der Abwesenheit von Rogul, der noch lange verletzt ausfallen wird, und von Bulic, der langsam auf dem Weg wieder zurück in die Mannschaft ist, ist Salisar vom Außen zum Innenverteidiger mutiert. Der Franzose tut das auf überzeugende Art und Weise. Embolo. Klasse, wer den Ball abgeschirmt hat, unter Bedrängnis. Suchy auf Degen. Xhaka. Freuler hat da defensiv viel gearbeitet, ist schon wieder auf seiner Position, um gegen Bjarnason einzugreifen. Dennoch finden die Basler einen Weg. Vors Luzerner Tor, Bjarnason. Ball noch abgelenkt. Das Tor. Der Ausgleich zum 1:1. Breel Embolo. Ein kurioses Tor. Die Basler haben den Ball ins Gehäuse reingewürgt. Eine Willensleistung vom FC Basel für dieses Tor mit Breel Embolo, sein erster Meisterschaftstreffer in der neuen Saison. Bjarnason hat da zweimal nachgesetzt. Ja, und via Rücken des Isländers findet dieser abgelenkte Ball von Embolo ins Tor. Ein Prellball. Das Tor wird nicht nominiert für den Treffer des Jahres, aber es hat natürlich seine Berechtigung, ist ein korrekter Treffer. Und die Basler Angriffsbemühungen haben Wirkung gezeigt. Ich
glaube, es war tatsächlich der Rücken von Bjarnason, der den Ball noch entscheidend abgelenkt hat. Oder dann, das wäre die zweite Möglichkeit, noch ein Fuß eines Luzerners. Wir versuchen es Ihnen nochmal zu zeigen. Jetzt, also Bjarnason läuft auf gegen Sarr, da bleibt der Ball hängen und dann schießt Embolo aus dem Liegen raus. Nicht ganz klar zu sehen, ob Bjarnason am Ende noch am Ball war oder ob Luzerner mit Sarr dann noch das Ihre dazu beigetragen haben zum Ausgleich. Kreschu, wie reagiert der FC Luzern jetzt auf dieses 1:1? Haas, Fandrich, klasse gespielt und da ist Lescano. Und er wird zurückgerissen von Bjarnason. Das gibt Freistoß, das gibt auch eine Karte gegen den Isländer. Es wird die gelbe Karte sein. Bjarke Bjarnason hat keine Notbremse begangen. Habe ich auch so gesehen, dass er nicht klar der letzte Mann war. Hö hätte da noch eingreifen können. Ich glaube, da hat der Schiedsrichter alles richtig gemacht. Das Foul und die gelbe Karte sind angezeigt, aber Daniel Höh stand auch auf der gleichen Höhe und deshalb war es keine Notbremse. Und deshalb kein Platzverweis gegen Bjarnason. Der Freistoß allerdings, der kann es in sich haben, das ist eine perfekte Distanz, zentral vor dem Tor, maßgeschneidert für den Direktschuss. Dario Lescano. Über die Mauer, aber auch übers Tor. Am Ende ist das gut ausgegangen für den FC Basel. Hat sich das taktische Foul von Bjarnason irgendwie gelohnt. Ich habe aus der Regie noch einen Hinweis bekommen zum Ausgleichstor des FC Basel durch Brelembolo. Hinter den Kulissen haben die Kollegen nochmals genau hingeschaut. Es gab keine weitere Berührung eines Spielers mehr nach diesem Schuss von Embolo. Er hat den Ball also wirklich ohne Fremdhilfe ins Tor gebracht. Damit hat er seine Klasse natürlich ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Wer kann schon von sich behaupten, dass er sogar im Sitzen noch Torschütze in der Super League ist? So, hier kommt die Einstellung, die uns das zeigt. Der Ball setzt noch auf. War keiner mehr da, der dazwischen gegangen ist. Brelembolo. Mit dem 1:1. Bjarke Bjarnason hat natürlich auch seinen entscheidenden Anteil an diesem Ausgleichstor. Sein Punch war entscheidend, dass der Ball überhaupt vors Tor gekommen ist. Und die Basler sind im Spiel drin. Da ist schon der Embolo und auch den haut er rein, der Brelembolo. Sowas von eiskalt ist dieser erst 18-Jährige. Man glaubt es kaum. Und Luzern hat bisher gut gespielt. Aber dann diese zwei Tore von Brelembolo, das ist der Wahnsinn.
Ein toller Pass natürlich auch in die Spitze rein. Affolter zu spät. Zibun kann nicht mehr retten. Embolo weiß genau, was er da tun will. Chippt den Ball über Zibun hinweg. Doppeltorschütze. Prelembolo. Meister konnte sich steigern in dieser ersten halben Stunde. Die Reaktion eindrücklich. Aber hinten, da gibt es dann und wann wieder diese Wackler. Das ist jetzt ein Fehler von Dauland Chaka. Also der Abwehrverhalten nicht immer alles ganz astrein beim FC Basel, aber gegen vorne unglaubliche Qualität für Schweizer Verhältnisse. Auch der Pass von Luca Zuffi auf Prelembolo vor dem 2:1 entlockt dem neutralen Zuschauer ein Zungenschnalzen. Sein Pass magistral. Nicht nur Matthias Delgado kann zentral hinter der Spitze solche Pässe schlagen beim FC Basel. Auch Luca Zuffi hat das drauf. Clemens Fandrich beim Freistoß für Luzern. Aber es war ohnehin abgepfiffen wegen Abseits. Ein Abseits, das zwar gepfiffen wurde, aber konnte da keine Abseitsstellung erkennen. Höchstens noch ein Foul von einem Luzerner, sei es drum. Embolo fast nicht vom Ball zu trennen. Da braucht es zwei Luzerner. Kuzmanovic beim nächsten Freistoß des FC Basel. Schon 14 Freistoßpfiffe. Beurteilt durch Schiedsrichter Sandro Scherrer. Das Spiel ist nicht etwa unfair, aber halt sehr engagiert geführt. Deshalb diese schon hohe Anzahl an Fouls. Safari, schneller als Haas. Bjarnason wirft sich in die Flanke rein. So, in Deutschland geht es auch wieder los. Noch nicht mit der Bundesliga, aber mit dem DFB-Pokal. Alle Spiele, alle Tore in der Konferenz bei uns morgen ab 14 Uhr zu sehen. Auf Teleclub. Mit dabei natürlich auch viele, viele Schweizer, die bei diversen Bundesliga-Clubs im Einsatz sind. Lohnt sich also, den Nachmittag morgen gut einzuteilen. Es gibt viel Fußball bei uns zu sehen. Der FC Luzern muss sein Spielkonzept nun anpassen, weil er im Rückstand liegt. Und vor allem wieder mehr Durchschlagskraft bekommen im letzten Spieldrittel, so wie hier im Ansatz zu sehen. Verpassen dann allerdings alle.
Lescano bisher sehr viel auffälliger als sein Sturmpartner Marco Schneuli. Es braucht ganz sicher mehr als nur einen Aktivposten im Abschlussbereich bei Luzern, um die Basler ein zweites Mal zu bezwingen. Grieschu muss den Freistoß kriegen. Das Jahr bei Vaduz hat ihm gut getan. Ekoran Grieschu spielt als Sechser vor der Abwehr in dieser Saison unter Markus Babbel. Hat er immer wieder eine gute Übersicht bewiesen und jetzt also den Freistoß herausgeholt. Den Clemens Fandrich tritt. Schneller Abschlag von Thomas Schwarzlik und vorne ist Skilschen Gashi. Hat Grieschu vor sich, zieht die Flanke vor. Und dann der Kopfball missraten von Zdravko Kuzmanovic. Schon wieder Fandrich. Claudio Lustenberger, zu stark getreten der Ball. Das sind im Moment noch die Limiten bei den Zentralschweizern. Wenn sie das Spiel selber machen müssen, dann kommt da wenig Kreatives. Die Stärken des FCL liegen im Gegenzug, im Konter. Das haben wir in den ersten 20 Minuten ein paar Mal beobachten dürfen. Degen muss den Ball wegschlagen, weil Lescano schon gefährlich nahe gekommen war. Schneuli. Dann ist der Ball schon wieder weg. Hat einen schweren Stand, Marco Schneuli. Wird oft sehr eng bewacht und kann sich dann noch zu wenig Räume verschaffen für einen Torabschluss. Aber bei Marco Schneuli weiß man ja, dass er auch aus der Versenkung heraus gefährlich werden kann. Dann, wenn keiner mehr mit ihm rechnet, schlägt er zu. Das hat man zum Beispiel im Startspiel gegen den FC Sion gesehen, wo er in der 94. Minute noch das 2:2 geschossen hat. Dieser Ball ist für Schneuli gedacht, aber da konnte er nichts machen, weil Suchi besser stand. Der Gästesektor natürlich jetzt der lauteste, klar, bei diesem aktuellen Zwischenstand. Erster Corner für Luzern, Fandrich. Grieschu. Freuler. Dribbelt sich da erst gut durch, aber der dritte Basler war dann einer zu viel. Mit Daulan Chaka. Schubser von Behran Safari. Das wird geahndet. Wegen Reklamieren gibt es noch eine gelbe Karte gegen den Schweden obendrauf.
Eigentlich fast alle Freistöße von der Seite, Eckbälle, eine Sache für Clemens Fandrich. Freistoß FC Basel, Foul am Torhüter. Nein, Rempler. Von Markus Neuli. Ging zu hart ins Duell mit Thomas Schwarzlick. Die erste Halbzeit ist kurzweilig verlaufen und dauert jetzt dann nur noch eine Minute. Plus eventuelle Nachspielzeit natürlich. Luca Zuff. Fandrich. Lustenberger, Freuler. Und Abstoß bei Thomas Schwarzlick. Lanciert noch einmal Breel Embolo. Salisar einen Schritt eher am Ball. Und er wollte da gar nichts mehr riskieren, der Salisar. Wollte kein Laufduell eingehen mit Embolo und schlägt den Ball deshalb in behind. Es gibt also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch einmal Eckball für Basel. Embolo. Am Ende geht der Ball doch weiter daneben als im ersten Moment angenommen. Jérôme Thiessen, Nicolas Haas, Salisar, François Affolter. Und ich denke, wir werden mit diesem 2-1 für Basel in die Pause gehen. So ist das. Das war eine sehr gefällige erste Halbzeit mit großem Willen und Kampfgeist auf beiden Seiten. Luzern hatte den viel besseren Start nach dem frühen Tor von Dario Lescano und dann kam die Breel Embolo Show. Zwei Tore innerhalb von nur 6 Minuten. Dann hat der FC Basel also das Spiel zwischenzeitlich gewendet, nimmt eine knappe Führung mit in die zweite Halbzeit. Das Prädikat Spitzenspiel ist in vielen Phasen wirklich angebracht gewesen. Gegen Ende der ersten Halbzeit nahm das Tempo etwas ab. Das war aber wohl auch dem Engagement und der Hitze unten auf dem Platz geschuldet. Bereit sind wir jetzt für eine erste Stimme. Philipp Degen erklärt sich. Die Geschichte vom letzten April, die hat sich wiederholt, der Kaltstart gegen den FC Luzern. Und wieder ist es der Dario Lescano gewesen, diesmal nicht nach 32 Sekunden, sondern erst in der dritten Minute. Was haben Sie für eine Erklärung für den Kaltstart? Wir sind dumm in den Kante reingelaufen, wo es nicht passieren soll, vor allem am Anfang. Ja gut, also wir haben 15 Minuten gebraucht, bis wir Dings sind. Haben wir, glaube ich, haben das Spiel entgegen. Wir haben ein, zwei mehr Chancen, wo wir ein Goal machen können. Von dem müssen wir weitermachen und wollen das Spiel gewinnen. Vor allem in der Person von Breel Embolo, der zweifache Goalschütze, hat man eine unglaubliche Willensleistung gespürt und auch eine Leichtigkeit. Von wo nimmt er die? Der Breel hat ein unglaubliches Talent. Ich sage mal, eines der grössten Talente, das es in Europa überhaupt gibt. Und er weiß das. Er hat jetzt die Saison der Markenstelle nicht mehr. Und er weiß, dass er an die Fußstapfen ihm treten muss. Und das macht er vor. Und er beißt sich rein, er kämpft sich rein. Und das ist genau, als 18-Jähriger ist eigentlich noch erstaunlich, dass er sich genau so reinbeißt und dann einen kaltschnäuzigen Goal macht. Besten Dank, Philipp Degen. Und im Teleclub Sportstudio mit der Anne Petscherin und Mario Cantalupi geht es in wenigen Augenblicken weiter.
Das war eine sehr zügige erste Halbzeit und zügig sind wir auch durch die Pause gekommen, sodass die beiden Mannschaften sich bereits wieder aufgestellt haben für den zweiten Abschnitt. Und da gibt es beim FC Luzern Veränderungen. Es ist Jakob Jantscher neu da. Ihn sehen wir hier, den Österreicher. Er kommt für Marco Schneuli ins Spiel hinein. Und der zweite, der neu mit dabei ist, ist Jamir Hicka, der Nicolas Haas ersetzt. Klares Zeichen von Markus Babbel, indem er sich nicht hier mit diesem Zwischenstand zufrieden gibt. Er will frühzeitig ein Zeichen setzen, frische offensive Impulse einbringen in die Mannschaft, denn für die Offensive sind Jantscher und Hicka natürlich in erster Linie zuständig gemäß ihrem Ausbildungsprofil. Also schon ein Doppelwechsel nach 45 Minuten bei Markus Babbel beim FC Basel. Da gibt es keine Veränderungen auf die zweite Halbzeit hin. Breel Embolo schnappt sich den Ball, wird dann spät aber doch zurückgepfiffen von Sandro Scherer. Mit dem Knie trifft Embolo Sarr in der Kniekehle. Hier. Und deshalb verliert der Luzerner Verteidiger dann die Balance. Das war ein heißer Tanz von Salisar. Aber ganz sicher auch kein Fehlentscheid vom Schiedsrichter, dann auch auf Freistoß für Luzerns Nummer 23 zu entscheiden. Sehr schmerzhaft, diese Blessur von Salisar. Da wird man beim FC Luzern natürlich jetzt alles versuchen, dass Sarr weiterspielen kann. Denn dann, wenn das schlecht ausgeht für Sarr, hätte Babbel keine weiteren Wechseloptionen mehr. Auf die Zähne beißen, heißt es für den Franzosen. Wird vorerst noch weiter draußen behandelt. Luzern im Moment mit einem Spieler weniger. Freuler gegen Bjarnason. Freistoß für den FC Basel. Sarr ist zurück auf Seiten des FCL. Bekommt ja schon ein Laufduell gegen Gashi. Gashi, eine Fußspitze hat gefehlt, dass er noch den Ball getroffen hätte. Skelchen Gashi. FC Luzern ist es so, dass Jakob Jantscher Sturmpartner ist von Dario Lescano in der zweiten Halbzeit. Jantscher spielt ja auch im Mittelfeld am Flügel in seiner Stammposition her. Heute jetzt aber soll er in erster Linie Lescano als Partner dienen. Hicka ist im rechten Mittelfeld angesiedelt. Jantscher muss natürlich auch zurückarbeiten, wenn Basel powert über diese Seite mit Embolo. Der FC Basel wach aus der Kabine gekommen, wacher als in der ersten Halbzeit. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte offensive Szene nach Wiederaufnahme der Partie. Suche
Partie. Zweites Mal Suchi. Jetzt ist der Ball aus der Gefahrenzone spediert. Und Salisar müht sich ab mit Breel Embolo. Kriegt für diese Einlage die gelbe Karte. Das Knie schmerzt Salisar bestimmt noch. Vom letzten Duell mit Breel Embolo. Und leicht wird es ihm Basels Youngster weiterhin nicht machen. Sar gewinnt den Kopfball gegen Embolo, aber zuvor abseits. Das Schlitzo. Glaubt immer an seine Chance. Der Ball war noch spielbar. Er sprüht vor Spielfreude, Breel Embolo. Lescano, Jancho. Erste Aktion vom Österreicher, Seiteinwechslung, Jakob Jancho. Lustenberger, Fandrich, Escano läuft in Stellung, der Kopfball kommt, aber ohne den nötigen Druck. Dankbarer Ball für Watzlik. Diesser. Zurück zu Zibung. Wieschu. Freuler. Ika. Zügiger Angriff. Jancho. Jancho muss fast das Tor machen. Auf den ersten Blick. Aber war da nicht auch ein Hens dabei? Ja, ja. Der Schiedsrichter sieht das mit etwas Bedenkzeit und wohl auch einer kurzen Besprechung mit seinem Assistenten draußen an der Linie so, und er pfeift den Penalty für den FC Luzern. Gelb gegen Philipp Degen. Und wir schauen nochmal hin. Hücka, der eine Eingewechselte, auf Jancho den zweiten neuen. Oh, das ist brutal hart, dieser Penalty. Es ist natürlich ein Kontakt da mit der Hand, aber für mich ganz hart, dass man hier pfeift, denn wohin soll Degen seine Hand sonst bringen? Er zieht sie noch zurück, nahe an den Körper. Ich hätte den nicht gepfiffen, ganz ehrlich. Jetzt Freuler beim Penalty, er scheitert, er kann nachschießen und er schießt drüber. Meine Herren, aus 2-3 Metern dann den Nachschuss übers Tor setzen, das ist sträflicher als den Penalty nicht zu versorgen. Luzern lässt den Ausgleich zweimal innerhalb einer Sekunde liegen. Eckball ist ein zu schlechter Lohn. Aber der Ball kommt nochmal aufs Tor von Watzlik. Der Unterhaltungswert ist weit über Durchschnitt. Freuler verpasst, lässt sich dann irritieren durch Watzlik, der sich ihm vor die Füße wirft. Aber wenn du gegen den FC Basel einen Penalty und den Nachschuss nicht verwertest, ja, dann wird es ganz, ganz schwierig, noch zu den Punkten zu kommen. Was die Aktion natürlich erreicht hat, ist, dass das Publikum nun Feuer und Flamme ist und hinter dem FC Luzern steht.
ganz großes blaues Auge, mit dem der FC Basel da davon kommt. Foul Philipp Degen. Der hat nicht übermäßig viel zu tun gehabt, Thomas Schwarzlik, aber den Penalty, den hält er. Und damit hat er einen Riesenanteil jetzt an der Führung seiner Mannschaft. Thomas Schwarzlik, ein unaufgeregter Zeitgenosse. Wirkt stets cool, lässt sich nie aus der Ruhe bringen. Seine Stärke haben wir vorhin gesehen, der Reflex auf der Linie. Das war vor allem auch eine Parade, die es gebraucht hat in einem Schlüsselmoment des Spiels. Das ist ja eine überragende Qualität seines Torhüters, dass er dann die Paraden zeigt, wenn das Spiel eng ist. Kuzmanović, nach diesem Foul an Embolo, schlägt den Ball über den Platz zu Gashir, der wird dann eng markiert durch Jérôme Thiessen. Viele nicht verstehen, gegen Luzern, und die Basler versuchen die kurze Unordnung zu nutzen, schon indem dass sie schnell weiterspielen. Hier das Leibchen zupfen, da ist Embolo an dem Pfosten, dann ist Zuffi da. Ein 3:1 für den FC Basel wäre die Vorentscheidung, und es geht hin und her mit den Torraumszenen. Embolo vernascht auf Folter und dann an den Pfosten. Janasson. Degen lässt sich fallen. Vier Basler stehen noch hinten und die Luzerner kommen zu dritt, aber dann der Fehler von Freuler. Oder positiv formuliert, Safari hat den Braten gerochen. Geht an Basel. Gashi, Kuzmanović. Dann wird Degen angespielt. Chaka. Kuzmanović. Degen. Embolo. Den würde ich enger decken, den Breel Embolo. Fabio
dass mit jeder Spielminute dreht er noch mehr auf. Das war auch volles Risiko von François Affolter, dass er nahm, um den Zweikampf bestehen zu können gegen Embolo. Affolter hatte das Bein schon rausgestellt, ist ja immer auch ein bisschen die Gefahr mitschwingend, dass sich der Stürmer drüber fallen lässt, um einen Penalty zu kriegen. Es ist irgendwie klar, dass die Luzerner einige Zeit brauchen, um diesen verschossenen Penalty zu verdauen. Basel versucht, die Spielkontrolle weiter auszuüben und bei Sarr sieht es schlecht aus. Die Verletzung rührt immer noch, denke ich, vom Zweikampf ganz zu Beginn der zweiten Halbzeit her, als er mit Breel Embolo da in den Infight ging. Ich glaube, Babbel wird da wirklich nach einer Stunde schon zu seinem dritten Wechsel gezwungen sein. Seine ersten beiden Einwechslungen, Hücka und Janscher, hätten das 2:2 herstellen können. Bei dieser Produktion der beiden ging es dann zum Penalty, der aber nicht verwertet wurde. Sarr wurde bearbeitet durch Embolo, dann auch ein weiteres Mal noch hier im Bild gewesen, ein weiterer Zweikampf und das war dann einer zu viel. Es geht nicht weiter bei Salih Sarr. Und rein ins Spiel kommen wird Tomislav Bulic. Das erste Spiel nach langer Zeit am 11. April dieses Jahres verletzte sich Bulic doch gravierend, sein Teilriss des Syndesmosebandes. Damit war für ihn die letzte Rückrunde dann frühzeitig beendet, als er wieder genesen war. Bulic machten sich muskuläre Beschwerden bemerkbar wegen einer Fehlbelastung, die dann auch wieder ein paar Wochen Zeit benötigten, um diese zu kurieren. Und nun die Rückkehr des Patrons in die Abwehr. Bulic muss ran. Spielt gegen Embolo. Da werden wir dann gleich sehen, ob Bulic wirklich vollkommen fit ist. Gashi! Und jetzt Embolo. Nochmals Gashi. Irgendwie kriegen das die Luzerner dann am Ende so hin. Und den Ball zurück in ihre Reihe. Gashi spekuliert sehr häufig auf die langen Bälle, dass er da rankommt. Dann fackelt er nicht lange, schießt sofort aufs Tor von David Sibo. Bisher steht er bei einem Meisterschaftstor. Der Torschützenkönig des letzten Jahres, Gelschen Gashi, hat gegen die Grasshoppers in der zweiten Runde getroffen. Jamia Hücka. Bulic, Sandrich, der aus der zweiten Bundesliga gekommen ist, von Erzgebirge Aue. Kreschu. Dario Lescano. Diesson auch mit vorne anzutreffen, jetzt Lescano.
Andrich. Da ist alles zugestellt beim FC Basel. Gut, dass dann der Freistoß nachkommt für den FC Luzern. Immer noch eine sehr leidenschaftlich geführte Partie. Ein Vergleich zwischen diesen beiden erfolgreichsten Schweizer Mannschaften des Kalenderjahres 2015. Basel ist auch da die 1, aber Luzern schon die 2. So, und jetzt Jancho. Auf Bulic. Das ist eine neue Waffe, wenn man das so nennen darf. Mit Bulic Kopfballstärke auf die Freistöße der Luzerner. Darauf werden sie setzen. Und hier ein besonders aufmerksamer Zuschauer dieses Spiels. Sein Name Elad Baron. Er ist Scout von Maccabi Tel Aviv. Und er nimmt selbstverständlich das Spiel hier auf, weil er das zu Hause in Israel zeigen will, im Hinblick auf die Champions League Qualifikation zwischen Maccabi Tel Aviv und dem FC Basel ab dem 19. August. Wechsel in der Zwischenzeit bei Basel. Galla kommt für Gashi. Ein Wechsel 1:1 vorgenommen. Galla geht auf die linke Flügelposition, wo Skelchen Gashi zuvor gewirkt hat. Hö! Lässt sich überlaufen von Lescano. Aber es profitiert keiner von der Vorarbeit des Paraguayers. Jancho steht vor Philipp Degen. Lamke kommt rein, aber zu schwach getreten. Ein Schwerarbeiter, Dario Lescano. In der zweiten Halbzeit hat er nicht mehr gleich viele auffällige Szenen wie vor dem Pausentee. Möglich, dass seine Kräfte etwas am Schwinden sind. Ein anderer Erklärungsansatz ist natürlich, dass der FC Basel sich jetzt auch speziell auf Lescano eingestellt hat und ihm besonders viel Aufmerksamkeit schenkt. Fischer wird gleich noch einmal wechseln. Mohamed Elneny kommt und er wird, das stand auf der Tafel, gewechselt für Philipp Degen. Das ist die 4, aber auch Dalan Chaka geht in Richtung Urs Fischer. Ne, der geht nur dorthin, weil er jetzt als Außenverteidiger spielt für Philipp Degen. Und dann also Elneny im Mittelfeld jetzt an der Stelle für Dalan Chaka. Stürmerfall von Jamir Hika. Andrich, jetzt muss der Pass kommen, aber nicht dahin. Links wäre Lustenberger mit dabei gewesen. Bjarnason, Hö, Elneny, mittlerweile der einzige Ägypter
Hamid Hamoudi wurde ja ausgeliehen auf Seiten des FC Basel unter der Woche zurück nach Ägypten. Ein weiterer Spieler, der heute bei Basel nicht dabei ist, ist die Neuverpflichtung Jean-Paul Boetius, der noch angeschlagen ist von einem Training. Und das ist Bjarnason. Und dann kommt Kuzmanovic, der hat den Matchball auf dem Fuß, der Zdravko Kuzmanovic, und schiebt den Ball links vorbei. Da war doch alles offen, fast wie ein Penalty für einen Könner wie Zdravko Kuzmanovic sowieso. Aber er hat den Ball nicht richtig getroffen. Jančo. Freistoß nach dem Foul an Remo Freuler und dann wieder Jakob Jančo. Für die Startelf hat es wegen leichten Beschwerden nicht gereicht für den Österreicher, diesen Top-Assistgeber der letzten Saison, aber für eine Halbzeit reicht die Puste, reicht die Kraft aus und er tritt diesen Ball her. Gefährlich fürs Tor. Spiel bereits unterbrochen wegen Abseits. Bulic war natürlich wieder mit vorne und er hat auch das Abseits verursacht. Hat sich zu früh gelöst. Also korrekt und gut erkannt von Edi Kaufmann an der Linie draußen. Kriesch auf der Suche nach offensiven Anspielpositionen und Mitspielern. Fandrich. Safari-Sieger gegen Hücka. Im direkten Zweikampf. So, nun braucht es für die letzten 20 Minuten noch eine große Portion Moral und Kampfbereitschaft bei den Luzernern, wenn sie das 2:2 noch erzielen wollen. 14.748 Fans sind da. Toller Rahmen an diesem warmen Augustabend. Das lässt der Schiedsrichter gelten, der Zweikampf von Daniel Höhe gegen Dario Lescano. Jančo. Xhaka hält zwar den Arm raus für einen Moment, aber zieht ihn dann auch gerade noch rechtzeitig wieder weg. Vor einem möglichen zweiten Penaltypfiff. Das Ganze auf Kosten eines Eckballs. Der dritte für den FC Luzern. Jakob Jančo. Embolo stand richtig für Basel. Dann noch einmal Jančo. Gute Technik. Da haben wir eine Luzerner Druckphase jetzt mit diesem erneuten Eckstoß. Auf hohe Bälle war Basel allerdings sattelfest. Aber
Es gibt einen erneuten, hochgedrehten Ball in den Strafraum rein. Wie vorhin schon, Rehl Embolo am vorderen Pfosten erfolgreich mit dem Kopfstoß. Leistet also auch wertvolle Defensivarbeit. Ja, es ist überhaupt kein Basler mehr vorne stehen geblieben bei diesen beiden Luzerner Eckbällen. Das zeigt schon auch, dass der FC Luzern dem FC Basel heute alles abverlangt. Eine Viertelstunde bleibt dem Bubble-Team noch, um die erste Meisterschaftsniederlage abzuwenden. Luzerner sind ein Team, das spät schon getroffen hat, dreimal bereits vor diesem Spiel, zweimal gegen Sion, einmal gegen Thun. Die Fitness ist da, der Glaube wohl auch, wegen diesen früheren Erfolgserlebnissen in letzter Sekunde. Das war ein hartes Einsteigen gegen Hekoran Krieschu durch Davide Galla und da wird Galla kaum um die gelbe Karte herumkommen. Gestreckter Fuß vom Routinier. Er tritt in die Wade von Krieschu. Zuschauer peitschen Luzern nochmals an und nach vorn. Ballverlust durch Kuzmanovic. Dann links Lustenberger. Ika. Foul-Einwurf. Clemens van der. Händen gerutscht. Bjarnason und Jancho mit einem kleinen Techtelmechtel. Auch Lustenberger beteiligt sich. Embolo versucht zu schlichten und geigt dann Jancho selbst noch die Meinung. Ausgangspunkt war dieser Zweikampf. Hier Bjarnason, der sich gegenüber Lustenberger aufgeregt hat. Gelbe Karten gegen Bjarnason und Jancho. Und damit ist die Sache gegessen. Embolo verwarnt. Vielleicht nicht Bjarnason, sondern Embolo, der verwarnt wurde. Jancho war klar. Und Embolo und Bjarnason standen direkt nebeneinander. Also korrekt ist, dass Embolo dann den Karton gefasst hat. Damit sind insgesamt 7 gelbe Karten verteilt worden in diesem Spiel. Und zwar nur 2 gegen Luzern, aber 5 gegen Basel. Bjarnason und Freuler. Aber da fehlt es dem FC Luzern noch etwas an der Übersicht bei diesen Pässen noch in die Spitze. Gab es ein paar Mal, dass der letzte Ball in den Strafraum nicht ankommt. Matthias Delgado, der Kapitän, wird dann noch eingreifen bei einem der nächsten Unterbrüche. Nun kommt er, Matthias Delgado für Zdravko Kuzmanovic. Ist
Er scheint ausgepowert. Der neue von Inter Mailand. Der frühere Basler Junior. Der Königstransfer ins FC Basel. Delgado hat gegen Lech Posen gespielt am Mittwoch und heute also mit einem Teileinsatz betreut. Wir haben auch Tennis natürlich bei uns im Angebot, nicht nur Fußball. Das Tausender-Turnier in Montreal beginnt ab Montag mit Stanislas Wawrinka, ohne Roger Federer, aber mit einem Schweizer Crack mit dabei. Sie können die Partien dieses Tausender-Turniers immer live mitverfolgen. Steht noch nicht fest, aber deutet sich etwas an. 10 Minuten bleiben noch zu spielen. Es wird auf die ruhenden Bälle womöglich ankommen, ob Luzern noch zum 2:2 kommt. Hier kommt vielleicht so eine Möglichkeit aus dem Gewühl heraus. Lescano. Der Torhüter möchte natürlich den Freistoß für sich haben. Lescano sagt, das war ein Penalty, das war ein Foul. Der Schiedsrichter muss sich zuerst noch kurz absprechen mit Edi Kaufmann draußen an der Linie, wie er das schon vor dem Elfmeterpfiff getan hat. Versucht da auf beiden Seiten die Referees noch zu beeinflussen. Und ich bin sehr gespannt auf die Zeitlupe und noch mehr auf das Urteil der beiden Schiedsrichter. Hier, gestrecktes Bein von Lescano, dann fällt Watzlik über Lescano. Eher ein Unfall wie ein Penalty und am Ende kriegt Watzlik den Freistoß. Für meine Begriffe sind da Watzlik und Lescano gleichermaßen aufeinander geprallt. Ich glaube nicht, dass die Luzerner sich da betrogen fühlen dürfen um einen nicht gegebenen Penalty. Zumal ja auch schon der erste Penalty, den es wirklich auch gab für den FC Luzern, sehr umstritten war. Beim Hands von Philipp Degen. Aber damit ist die Schlussphase eröffnet. Basel zieht sich zurück, verwaltet den knappen Vorsprung. Und der FC Luzern versucht nach einem sehr frühen, nun ein sehr spätes Tor zu erzielen, das Basler Bollwerk noch einmal zu überwinden. Knappes Abseits, direkt vor ihm, vor Edi Kaufmann, der
doch auch ordentlich Arbeit bekommen hat. In der zweiten Halbzeit. Bjarnason, der Ball im Amt. Fandrich, Delgado war kurz dazwischen, dann aber schon wieder Jantscher, Lustenberger. Jetzt gilt es keine Zeit mehr zu verlieren auf Seiten des FC Luzern. Lescano dreht sich in den Mann rein und dann wollte er Daniel Höh anschießen, ist ihm aber nicht geglückt. Darum Abstoß statt Eckball. Tja, und sie alle sind bei der Sache, das gilt auch für den Trainer, für Urs Fischer. Das wäre ja ein Ding, 6 Spiele, 6 Pflichtspiele und 6 Siege. Lange mit dem Abspiel, Elneny kommt noch zum Ball hin, so landet dieser dann bei Krieschow, Kika. Wichtig für Luzern, dass vor dem gegnerischen Tor dann noch einmal eine Tempoverschärfung stattfindet und es keine Fehlpässe wie diesen hier gibt von Fandrich. Dario Lescano. Auf der rechten Seite geht Thiessen, wann immer es möglich ist, mit an der Linie draußen. Sehr offensiv eingestellt natürlich, der Außenverteidiger nun. Die zeigen halt immer wieder auch ihre Klasse, ihre individuellen Fähigkeiten, indem dass sie halt auch einmal 20 Minuten nur hinten reinstehen, ohne dass sich der FC Luzern dann zu vielen Torchancen kombinieren kann. Oder sie neutralisieren das Spiel, so wie hier. Netz und das gibt, weil Bulic den Ball noch leicht touchiert hat. Eckball für Basel, sehr wichtig für den FCB, weil er dadurch Zeit gewinnt und es läuft ja schon die 89. Minute. Delgado möchte womöglich kurz spielen. Bjarnason bricht den Lauf ab, kommt also zu einer Hereingabe. Einer guten dazu. Der Kopfball von Embolo, aber dann genau in die Arme von Zibo.
Querschub. Das vielleicht das Einzige, was man den Luzernern vorwerfen kann, dass die Zuspiele in die Spitze zu häufig misslungen sind. Ansonsten aber hat die Luzerner Mannschaft dann doch auch vieles dazu beigetragen, zu einem attraktiven Fußballmatch. Embolo, das ist ein genauer Pass für Delgado, dem der Ball dann vom Fuß springt. Drei Minuten, die Nachspielzeit. Drei Minuten Hoffen für den FC Luzern. Und jetzt also sind die Statistikfreunde bei den Zentralschweizern gefragt, die den FC Luzern als äußerst starke Mannschaft in diesen letzten Minuten ausweisen. Aber auch Basel hat natürlich noch einiges drauf. Mit Elneny. Ein Test für Zibung und dann muss Affolter den Ball zum Eckball klären. Der Winkel war sehr eng. Eleni haut einfach mal drauf. Zibung muss mit den Fäusten wehren. Eine Nachspielminute ist bereits um. Basler eilt es nicht mehr mit dem Ausführen des Gormers. Haben heute hart arbeiten müssen. Wie schon am Mittwoch, und das Programm der nächsten Wochen sieht ja englische Wochen vor. Delgado steht nicht im Abseits und jetzt ist der Deckel drauf mit dem 3:1. Basels Klasse noch einmal hier zu sehen bei diesem Tor durch Matthias Delgado, der Entscheidung in der 92. Minute. Schon das dritte Tor für Matthias Delgado in der vierten Runde. Und die Vorarbeit kommt von Breel Embolo per Hacke. Kein Abseits. Bulic, der Mann, der die Hand hebt. Er stand zu weit hinten. Alles korrekt von sich gegangen bei diesem dritten Tor des FC Basel. Diesem FC Basel ist also auch im Spitzenkampf heute Abend der FC Luzern nicht gewachsen gewesen. Die Luzerner, die früh vorgelegt haben. Aber der FC Basel hat sich dann doch auch eindrücklich in dieses Spiel zurückgekämpft. Hat die größere Effizienz natürlich auch an den Tag gelegt. Vergessen wir nicht, beim Stande von 2:1. Verschießt Remo Freuler einen Penalty für Luzern. Lescano, abseits und Watzlik hätte gehalten. Und das war's. Luzern verliert gegen den FC Basel mit 1:3. Es war ein starkes Spiel über ganz weite Phasen. Werbung für den Schweizer Fußball. Aber der Sieger am Schluss heißt erneut Basel. Der FCB gewinnt im vierten Ligaspiel zum vierten Mal. Embolo zweimal, Delgado setzt den Schlusspunkt, nachdem Lescano die Führung für Luzern erzielt hat, ehe dann eben Embolo, so muss es heißen, Embolo zweimal und Delgado für Basel das Ding gedreht haben. Es war sehr intensiv das Spiel, wie das geführt worden ist. 37 Fouls hat die Statistik mitgezählt, das ist etwa doppelt so viel wie üblich, dennoch war es keine gehässige Affiche. Zwei gute Mannschaften, die wir gesehen haben, und die Schlüsselphase natürlich jene, in der Luzern eben beim Penalty nicht auf 2:2 stellen konnte. Was hat dieser Breel Embolo alles drauf? Ein Lächeln immer auf den Lippen
und Tore schießt er auch, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Eines im Sitzen, eines nach einem Sprint und dazu noch ein Assist für Matias Delgado. Da muss man auch nicht lange fragen, wer Mann des Spiels war bei den Basler. Jetzt geht es noch weiter mit der Analyse. Bleiben Sie also unbedingt dran, auch mit den Interviews zum Spiel. Benjamin Bruni, Annette Fetscherin und Mario Cantaluppi übernehmen. Von mir aus war's das. Noch gute Unterhaltung bei der Nachbearbeitung.